Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wieder eine Custom Challenge, weil die machen irgendwie Spaß. Und da sind sowas von viele reingekommen, das ist unglaublich. Auf jeden Fall kommt heute heutige Challenge von Carly Braun. Und ich werde euch gleich zeigen, was sie ist. Wir spielen einfach wieder als Isaac, würde ich sagen. Oder? Steht irgendwas in der Challenge drin, wen ich spielen soll? Nee. Gut, dann spielen wir einfach Isaac. Und wir haben von Anfang an, auf jeden Fall, zweimal das Demon Baby, zweimal das Dray Baby. Dann haben wir noch Lil Hound, das waren die vorgegebenen Sachen. Und dann durfte ich mir noch einen Begleiter aussuchen. Er meinte irgendeinen, der am besten selber schießt. Und da gibt es ja nicht so viele. Das Einzige, wer selber schießt, ist doch eigentlich der Autoturret, oder nicht? Ja. Und deswegen habe ich mir dann noch Mordado ausgesucht, weil der greift wenigstens so ein bisschen an. Genau, was sonst so? Ich darf nicht schießen, außer ich muss irgendwie Feuer oder Scheißhaufen kaputt machen. Und sonst darf ich alles machen, was ich will. Genau, und jetzt versuchen wir hier einfach mal, alles zu töten. Sollte an sich nicht so schwer sein. Die Autoturrets machen ja eigentlich gut Schaden. Das Einzige, was irgendwie ein bisschen blöd werden könnte, wären halt Bosse, weil wir da so richtig nah rangehen müssen. Wir kriegen aber schon mal einen Damage ab, der uns nicht wirklich was bringt. Oder werden doch unsere Begleiter werden durch auch stärker, oder? Wenn wir stärker werden, werden unsere Begleiter, glaube ich, auch stärker. Also bringt das eventuell doch was. Und sollten wir irgendwann mal Leben verlieren, dann wird uns Maudado wieder auffrischen. So der Plan. Ah, und ich habe mir auch überlegt, ob ich irgendwie einen Super Meat Pie oder so mir hole, aber das geht ja nicht, weil dafür bräuchte ich dreimal den Cube of Meat und das wäre zu viele Items, die ich mir gegeben hätte. Bla bla bla. So. Auf jeden Fall scheinen diese Custom Challenges sehr gut bei euch anzukommen. Das freut mich. Das freut mich sehr doll. Ja, ja. Ja, und ich hatte auch eben schon zwei andere Challenges ausprobiert. Allerdings waren in beiden Challenges, oh Gott, die Guillotine drin. Also da, wo Isaac seinen Kopf verliert. Und diese Guillotine scheint irgendwie kaputt zu sein. Auf jeden Fall jedes Mal, als ich die einstellen wollte, da habe ich sie in-game nicht bekommen. Ich weiß nicht wieso, vielleicht wisst ihr warum. Ich benutze halt diese eine Mod, um diese ganzen Sachen einzustellen. Und wenn ich die Guillotine aus... Oh. Wenn ich die Guillotine auswähle... Dann funktioniert das nicht. Aber ich habe keinen Plan, wieso. So, jetzt haben wir hier noch einen Begleiter. Allerdings muss ich dafür ein paar Mal schießen. Ich werde einfach jedes... Also wir haben dann immer eine Fliege. Ich werde dann immer... ja, immer einmal schießen, wenn wir gerade keine Gegner im Raum haben. Ich glaube, das sei mir erlaubt, oder? Hoffe ich mal. Los, Autoturrets, Attacke. Lol. Okay, die machen ja fast überhaupt keinen Schaden. Oh Gott, viel zu viel Schaden. Fangen die Dry Babys den noch ab, wenn er da durchfliegt? Das würde mich ja mal interessieren. Egal, wir kriegen erstmal unseren HP ab. Ah, das heilt sogar. Ist ja auch cool. Der ist ja super Töfte. Und ich weiß auch nicht, wie weit wir gehen müssen. Aber wenigstens hat er der Challenge einen Namen gegeben, nämlich Armee Aufmarsch. Wir haben hier quasi unsere kleine Begleiterarmee und mit denen töten wir jetzt alles. Quasi wie Family Man, nur cooler. Ja, weil die Family Man Challenge, die war ja jetzt nicht ganz so toll. Was war ja aber ganz ehrlich sagen. Die mochte ich nicht so sehr. Sehen viele auch als die schwerste Challenge an, wie ich das gehört hatte. Die Family Man Challenge, ja, ja. Jetzt ist so die Frage, darf ich hier die Kackhäufchen kaputt machen? Weil er meinte ja, ich darf Feuer ausmachen. Aber nur, wenn ich muss. Na gut, dann machen wir die Dinger nicht kaputt. Laufen wir ja einfach durch. Unsere Begleiter machen das schon. So. Da frage ich mich, wie viele von diesen Autoturrets kann man denn haben? Oh, und jetzt habe ich voll die geile Idee für noch eine Challenge. Okay, ich weiß, was ich morgen mache. Die kommt dann wahrscheinlich nicht von euch, die habe ich mir dann jetzt selbst ausgedacht. Aber die wird bestimmt witzig. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So. Okay. Los, meine Autoturrets, ihr schafft das. Ihr seid sehr toll. Ich mag euch, Autoturrets. Mann, wir haben jetzt schon voll den guten Schaden eigentlich. Wegen dem Small Walk. Wie viel Schaden haben wir denn? 3. Aber unsere Tränen sind schon rot. Aber wir dürfen sie nicht einsetzen. Mal. Naja. Kriegen wir auch so hin. Oh Gott. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr da so viele Challenge-Ideen hattet. Habe ich mir auch alle brav ausgeschnitten. Und werde mal gucken, welche ich davon machen kann. Und wieso sieht Maudado gerade so komisch aus? Maudado, ich befreie dich. Ah, Maudado, du lebst wieder. Okay, gut. Lass weitergehen. Herr Baudado befreit. Bitte schön, Baudado. Ich hoffe, du magst mich jetzt wieder. Oh, nee, wir werden angekackert.
Katakomben 1. Nun sind wir da also in den Katakomben 1. Nee. Für graue Kisten mache ich sowas nicht. Nee, die sind mir zu wenig wert. Nicht, dass ich irgendwie rassistisch bin oder so, aber Gold mag ich dann doch lieber. Wieso schießen die nicht? Okay, Auto-Turrets, wieso habt ihr nicht geschossen? Man weiß es nicht. You never know. They do what they want. Alright, Bombe. Wir könnten natürlich auch noch einen Geheimraum suchen, was auch immer das bringen soll. Weiß es nicht. Aber könnte man auf jeden Fall machen. So. Okay, sollten alle tot sein. Die Dry-Babys machen sowieso übermäßig viel Schaden. So ein Dry-Baby ist echt krass. Eine Challenge nur mit Dry-Baby. Ich glaube, das funktioniert gar nicht, oder? Wenn dann irgendwie Gegner kommen, die einen verfolgen, dann geht das schon nicht mehr. Weil die fangen ja, glaube ich, nur Projektile ab. So, ja, Maudado, fress alles auf und gib mir Leben. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass man die irgendwie verfolgen muss, mehr oder weniger, damit die Autoturrets angreifen. Aber das ist alles okay hier, ja, alles super. Sir, bitte einmal angreifen. Bitte einmal, suchen sich die Autoturrets immer einen Gegner aus, den sie angreifen wollen? Und wenn man dann nicht bei denen in der Nähe steht, dann greifen sie gar nicht erst an? Guckt euch das mal an. Wieso, was machen die denn? Oh, ihr blöden Autoturrets, gehe ich halt hier weg. Oh, los, Maudado. Oder es kann immer nur ein Begleiter auf einem Typen sein. Ah, das ist alles zu hoch für mich hier. Oh, Gimpy. Gimpy, wenn wir jetzt getroffen... Oh, jetzt sind wir cool. Wenn wir jetzt getroffen werden, dann kriegen wir Leben dazu. Aber wir... Die Autotürme sind kaputt. Ich habe meine Autotürme kaputt gemacht. Ich habe sie zu überansprucht. Oh Gott. Darf ich denn wenigstens das Ding da aufmachen? Den goldenen Scheißhaufen? Man weiß es nicht. Lassen wir das lieber. Und gehen einfach zum Boss. Ja. Hallo, Boss. Hallo. Geht aber überraschend schnell gerade, oder? Dafür, dass wir nur Begleiter haben? Doch. Oh. Ups. Ich glaube aber echt, die sind stärker geworden. Die Auto-Turrets. Dadurch, dass wir den... Oh, jetzt können wir es auf jeden Fall sehen. Moment, wenn... Toll. Danke, du blöde Bütze. Warum liegst du da hinten? Wieso kann der Geist mir die nicht holen? Oder irgendein Begleiter, von denen ich habe? So, wir sollten jetzt mindestens... Wir haben nicht 4 Schaden. Doch, haben wir. Okay, wir haben 4 Schaden. Vielleicht machen die Auto-Turrets jetzt mehr Schaden. Na, sieht aber nicht so aus. Nö, oder? Ich weiß es nicht. Also, wir hätten jetzt schon voll den Schaden. Wir haben auch so schon voll den Schaden, aber ihr wisst, wie ich das meine. So. Hatten wir volle Leben? Ja. Okay, warum sind eigentlich unsere Hörner aus so einem pinken Zeug rausgekommen? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Au. Okay, das darf ich jetzt aber ja wohl kaputt machen. Oder muss ich das dann in die Luft sprengen? Yay! Alles töten! Au! Ja, aber solche Challenges, wo man nicht selber angreift, finde ich eigentlich immer so ein bisschen fragwürdig. Naja, aber das geht hier ja gut noch. Das geht ja noch gut. Aber ich finde das halt so ein bisschen blöd, wenn man immer nicht selber angreifen darf. Ich will selber was zu tun haben, wisst ihr? Und nicht immer nur ausweichen und hoffen, dass meine Begleiter das alles für mich machen. Oh, jetzt kann ich die Leute umrahmen. Guck mal, wenn wir nach links oder rechts gehen, dann haben wir noch diese kleinen Hörner, aber wenn wir nach vorne gucken, nicht. Auch sehr interessant. Very interesting. That's really interesting. Really amazing. So. Haben wir das auch souverän gemeistert hier. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie Widder funktioniert. Widder ist echt das Schlechteste, was man haben kann, oder? An Sternzeichen in diesem Spiel. Nichts gegen Widder, aber irgendwie finde ich Widder ziemlich unnötig. Und dabei sind die fast wie Steinbock. Und Steinbock ist richtig cool. Naja, der Effekt ist jetzt nicht der beste. Na, siehst du mal, da haben wir schon den Boss. Oh Gott, nicht treffen. Nein. Hallo? Danke. Yo, die haben sich einfach beide aktiviert. Oh, habt ihr gesehen, wie süß Schatt eben aussah?
Das ist ja super cute. Da, eine Bombe für dich, weil du so cute bist. Willst du noch eine? Da hast du noch eine. Friss die doch einfach auf. Du cute, der kleine Chat. Du bist richtig cute. Oh, so richtig cute. Ja, oh. Au. Nein, komm schon. Oh, jetzt habe ich keinen. Ich habe keinen Devil Deal bekommen. Unfair. Egal. Schon fünfte Ebene. Wir sind richtig schnell. Finde ich gerade ein bisschen krass. Oh, oh, oh. Machen wir, machen wir. Ah, ob sich das gelohnt hat, man weiß es nicht. Was haben wir denn hier? 48 Stunden Energie bringt uns gar nichts. Puberty bringt uns auch nichts. Nochmal 48 Stunden Energie. Und iPhone Pilz. Yes! Beste Pille. Wir haben die beste Pille in diesem Spiel gefunden. iPhone Pilz ist die beste Pille. So, oh Gott, nee. Warum ihr? Okay. Okay, wir haben Geld. Wir können das erste Mal in den Shop rein. Und da sogar mal vielleicht was kaufen. Oh, cool. Sachen kaufen macht Spaß. So, bitte nicht in meiner Nähe explodieren. Wäre ganz schön. Okay, das kann jetzt ein bisschen blöd werden. Schauen wir mal. Komm schon. Komm. Ach, war so klar. Egal. Zieht ja nur ein halbes Leben ab. Man kann übrigens in dieser Mod auch einstellen, dass die Gegner viel mehr Leben haben. Beziehungsweise mehr Schaden machen. Also wenn ihr da irgendeine Challenge habt, dann könnt ihr das auch gerne sagen. Dass zum Beispiel die Gegner irgendwie fünfmal so viele Leben haben sollen oder 10.000-mal so viel abziehen sollen. Oder sowas. Dann könnte man sich das auch mal angucken. Tschüss. Also mit dieser Mod kann man ganz schön viel geile Scheiße machen. Finde ich ganz interessant. So. Okay, Boss, wo bist du? Komm schon her. Oh nee. Ah, gut, das war klar, dass der neben uns explodiert. Du blödes Crybaby. Du hast so Schaden gemacht. Au. Okay, hier gehe ich mal raus. Das ist mir zu blöd hier. Tschüss. Das Blöde ist, die Auto-Turrets sind halt auch nicht so wirklich präzise. Oh Gott. Die schießen halt auch so ein bisschen verzögert. Ah, ganz viele Little Hounds. Ich habe auch einen Little Hound. Nur sieht mein Little Hound nicht mehr aus wie ihr, sondern ist jetzt ein Buhu. Toll, oder? Oh wow, wir verlieren gerade viel zu viele Leben. Geilo. Muss ich aufsprengen. Das darf ich ja wohl. Ich glaube, das darf ich. Ich darf nur keine Gegner angreifen. So. Sehen die auch unsichtbar? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Wer sonst? Ja, doch, tun sie. Okay. Wo ist hier noch ein Gegner? Ach, da oben. Wow. Die haben aber nicht kontinuierlich hier angegriffen. Hätten die ja ruhig mal machen können. Kontinuierlich angegriffen tun. Ja gut, gut, dass wir Maudado haben. Sonst wäre dieser Raum hier sehr, sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Er ist trotzdem nervig. Oh Mann, ich mag diese Gegner nicht. Gegner, die man nur von einer Seite angreifen kann. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ah ne, ein paar Bosse sind vielleicht noch ein bisschen schlimmer, aber... Aber an sich ist das schon ganz schön nervig hier. Komm schon. Komm schon, danke schön. Ein paar Herzen finde ich gut. Was haben wir hier? Boom. Wow. Okay, nee, brauche ich nicht. Das blaue Herz können wir mal mitnehmen. Und das Ding hier auch. Und das Ding da auch. Eiferpilz. Gut, dass wir das nochmal aufgesammelt haben. Den Rest spenden wir. Beziehungsweise zwei, damit wir bei 55 sind. Und doch ein Baby. Können wir allerdings nicht benutzen, weil für dieses Baby muss man angreifen. Aber es gibt doch auch ein Baby, das automatisch angreift, oder? Das hätte ich auch noch mitnehmen können. Ja gut, habe ich nicht dran gedacht. So, dann wird der Boost anscheinend hier links sein. Irgendwo. So wie es scheint. Ey! Ah! Isaac im Porno. Hui! Also Maudado hat Spaß. Der hat Spaß, sie zu verfolgen. Habe ich ganz genau gesehen. Das ist aber so doof aus. Oh nein, wir werden rangezogen.
Okay. Nee, eigentlich. Ja gut, jetzt sind sie eh schon fast tot. Oh Gott, wir verlieren hier zu viele Leben. Nein, 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 nein. Okay. Au. Egal. Natürlich ist hier unten falsch. Okay, gut, dass ich nicht aufgesprengt habe. Ist der jetzt auch tot? Gut. Sonst hätten wir eine Bombe verschwendet. Was haben wir da Schönes? Tearsdown. Perfekt. Brauchen wir eh nicht. Also Tearsdown ist uns sowas von egal. Hier, komm. Nimm die Bombe. Ich weiß, du magst sie. Ich weiß, du magst meine Bomben. Nimm einfach alle. Nimm einfach so viele, wie du willst. Ich habe genug davon. Jetzt habe ich zwar keine mehr, aber für dich. Dich fütter ich gerne. Lalala, was ist das für eine komische Ebene? Die ist richtig komisch aufgeteilt. Guckt euch das mal an. Und es ist keine XL-Ebene. So. Ja, ja, stirbt ihr alle mal. Ja, jetzt seid ihr alle tot, ne? Oh, das tut mir aber leid. Und Monstro 2, hi. Bist du Monstro 2 und ich Monstro 1, ja? Okay, irgendwie hat das nicht so viel Schaden gemacht. Ich hatte gedacht, das macht mehr Schaden. Die Dry Babies. Hätte ich tatsächlich gedacht. So. Nee, das macht ja echt überhaupt keinen Schaden. Hat echt so viele Leben. Wir haben leider auch keine Bomben mehr. Das heißt, wir müssen die echt mit den Dingern hier angreifen. Wir könnten ihn allerdings ein bisschen verbacken. Das wäre doch eine Idee. Also, dass er halt die ganze Zeit schießt. Okay, irgendwie hat er keine Lust dazu, die ganze Zeit zu schießen. Kein Ding, Monstro, kein Ding. Ich besieg dich auch so. Okay, das Dry Baby macht echt gar keinen Schaden zu dem. Der ist immun gegen das Dry Baby. Oh Gott. Au. Shit. Okay. Das ging ja noch. Haben immer noch volle Leben und kriegen Geld. Yay. Endlich sind wir eine Wrestling-Prinzessin. Das sind wir. Mit all unseren Anhängern. Wir haben schon eine richtig kleine Fanbase hier. Richtig cool. Necropolis. Okidoki. Okidoki. Los. Auto Turrets. Greift an. Au. Gut, ich sollte mir vielleicht mal meine Fliegen holen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Wir haben keine Bomben. Shit. Nein, wir verlieren viel zu viele Leben. Oh, und wir haben Custom Maze. Auch was Schönes. Ach, cool. Ich mag's, Leben zu verlieren. Ja, super. Hä? Was lebt denn da? Egal. Egal, Leute. Ist egal. Au. Ah. Diese blöden Stacheln ziehen leider auch noch ein ganzes Leben ab. Ich glaube, bei diesen normalen Gegnern werden wir sogar besser beraten. Besser beraten. Das klingt so richtig abgedroschen. Egal. Wenn wir einfach die Dinger hier abfangen. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Wenn wir einfach die Projektile abfangen, sodass die dann ausgelöst werden. Ja, komm schon. Weil bist du sauer? Da ist er sauer geworden. Denn dann sterben die alle viel schneller. So. Und wir natürlich auch. Aber unser Leben ist ja nicht so wichtig. Ja, da habe ich einmal geschossen. Es tut mir leid, ich habe die eine Fliege getötet. Oh Gott. Ich wollte nur, dass ich meine eigene Fliege bekomme. Oh Gott, ich bin hier eingesperrt. Ah, ich will schießen können. Oh Gott. Wir können uns natürlich einfach mitten in unsere Dry Babies stellen. Dann sollte uns eigentlich gar nichts mehr treffen können. Okay, Maudado ist einmal geheilt. Das finde ich sehr schön. Okay, wir haben wieder volle Leben. Maudado ist einfach OP. Ich habe mir den OP-sten Typen ausgesucht, den man sich hier aussuchen konnte. Oh, was auch richtig wäre, wäre etwas so mit ganz vielen Maudados. So 20 Maudados auf einmal oder sowas. Stelle ich mir auf jeden Fall auch witzig vor. Das ist einfach der ganze Raum voll mit diesen Maudados. Könnte man auf jeden Fall mal machen. Da sind keine Grenzen gesetzt, Leute. Außer ihr wollt eine Challenge mit einer Guillotine. Dann schon. So. Denn Guillotine scheine ich nicht zu mögen. Da waren nämlich ein paar richtig gute Challenges eigentlich dabei. Jetzt bin ich über mein Kabel gefahren. Sehr schön. Aber welche halt die Guillotine gebraucht hatten. Und das geht irgendwie nicht. Wo man irgendwie drei Guillotines auf einmal hatte und dann noch so einen Bümsten und dann hatte man irgendwie so einen Dreierbümsten. Aber anscheinend mag das Spiel die Guillotine nicht, wenn man sie von Anfang an hat. Oh Gott, geh mal weg. Ich war gerade gar nicht an meinem Controller.
So. Ja, in den Shop können wir auf jeden Fall auch mal reingucken, auch wenn es nur Greed ist. Au, und der hat sogar trifft. Komm schon mal, Odado. Du musst uns meine Leben. Was? Du musst mir meine Leben wiedergeben. Au. Maudado, töte. Ja, danke. Maudado, du bist der Beste. So viel Geld. Na mal geil. Sah das Cyberbaby schon immer so verkrüppelt aus? Ist mir nie aufgefallen. Guck mal, sein eines Auge ist so gequollen. Ich glaube, das ist nicht gesund. So. Okay, die Autoturrets wollen nicht angreifen. Was auch immer. Wollen sie echt nicht? Was sind das denn für blöde Autoturrets? Hallo, da unten ist der Gegner. Oh Gott. Bleib ich halt in der Mitte. Au. Richtig schön reingelaufen. Sehr gut. Naja, wir haben ja Maudado. Wir können gar nicht verlieren. Wenn man Maudado hat, hat man schon gewonnen. Okay, ich habe das Gefühl, das kann hier ein bisschen dauern. Ich habe nur so eine leise Vermutung. Sehr gut. Ich glaube, das trifft dann sogar vierfach, oder? Also das, das Dry Baby. Ich glaube schon. Oh Gott, ich sterbe gegen Mutti. Nein, das... Au, oh Gott. Okay, wir sterben echt hier noch. Warte, ich muss aufpassen. Oh, oh. Maudado, töte mal bitte ein paar... Okay, danke. Hat Maudado gerade beide Spinnen getötet? Wäre nice. Denn dadurch kriegt man schön viele Leben. Denn mit jedem Gegner, den Maudado tötet, werde ich stärker. Beziehungsweise kriege ich Leben. Von daher, diese kleinen Spinnen gefallen mir gerade sehr gut. Sonst wären wir jetzt schon tot, so fast. Au. Und wenn es einmal schlecht geht, dann kommt irgendwo ein Maudado her. Und hilft einem. Wie wir halt die ganze Zeit drei Leben haben. Wir wurden hier schon locker öfters getroffen. Also eigentlich wären wir schon tot, Leute. Aber egal. Wir haben ja, ich habe mir gut Maudado ausgesucht. Ich durfte das, hallo? Ich durfte mir Maudado aussuchen, also habe ich es getan. Wie wir die ganze Zeit bei drei Leben hängen. Finde ich witzig. So. Ende im Gelände hier. Wir nehmen mit das da. Ich gehe wieder nur zu Isaac. Vielleicht schaffe ich das ja diesmal. Nicht so wie letztes Mal. Okay, okay. Wo müssen wir hin? Leute, wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verlieren wir jetzt ein Leben pro Hit. Aber kein Problem. Wir haben Maudado. Zack. Na komm her. Ich weiß, du willst meine Bombe. Du begehrst meine Bombe. Ich weiß es. Nehme meine Bombe. Okay, dann nicht. Obwohl, nee. Jetzt lohnt sich das nicht mehr. Du hast zu lange gebraucht. Tut mir leid. Tut mir leid, Chub. Eine Bombe brauche ich nicht. Ganz viele Herzen brauche ich nicht. Wahrscheinlich müssen wir in den großen Raum da oben. Aber keine Lust, da reinzugehen. Und es kann sein, dass ich mich ein bisschen sehr verstopft anhöre. Nein, er hat uns rausgeholt. Okay. Kann auch ein bisschen dauern, aber wir schauen mal. Bevor das hier gleich der falsche Weg ist und ich mich wieder rausspringen muss und dann keine Bomben mehr habe. Oh, Hilfe. Ach, Moment, wir können es ja einfach. Wir können es ja einfach hinter unsere Dry Baby stellen. Die sollten ja eigentlich alles abfangen. So rein theoretisch. Rein theopraktisch. Hilfe!
Au. So ein useless 3, Baby. Hat gar nicht das Feuer aufgefangen. Mann, Mann, Mann. Wofür habe ich euch überhaupt eingestellt hier? Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ich bin jetzt extra schon in diesen großen Raum gegangen. Aber so wie ich das kenne, werde ich immer von diesen... Oh Gott. So, das macht mal bitte Maudado. Maudado, greif an. Maudado, deine Chance. Deine Chance zu glänzen, Maudado. Ah, Maudado. Fress ihn. Danke. Ich werde immer von diesen Händen rausgeholt. Geh dann den anderen Weg. Und dann ist das meistens der falsche Weg. Von daher schauen wir mal, ob das diesmal vielleicht der richtige ist. Blödes Try, Baby. Wir sterben hier gleich wieder. Oh nein, da komme ich noch gar nicht rüber. Yo, uncool, uncool. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Noch ein halbes Herz. Okay, das war jetzt uncool. Hat unser Dry Baby uns gerettet eben, oder? Ich glaube schon. Naja, hier liegen ja zum Glück noch Herzen rum. Shit. Ich nehme das wieder viel zu leicht hier. Ah. Das kommt immer wieder zurück. Das kommt immer wieder zurück. Das ist unglaublich. Weil es am Anfang immer zu einfach ist. Nein, ich verspreche euch, ich schaffe diesmal Isaac zu vernichten. Nicht nur zu besiegen, ich vernichte ihn gleich. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch. Nicht so wie gestern. Ah. Oh. Ja gut, wenn ich so jetzt weiterspiele, dann natürlich nicht. Aber immerhin kriegen wir recht viele Herzen wieder. Erstens durch Maudado und durch Shab und durch Gimpy, wenn wir uns treffen lassen. Dann auch. Also eigentlich sollten wir gar keine Probleme haben. Haben wir auch nicht. Wir haben ja wieder fast volle Leben. Von daher, das passt schon alles. Das Coole ist, ich kann mit einer Hand spielen. Mit der anderen kann ich dann irgendwas anderes machen, weil ich ja nicht schießen muss. Geil. Freiheit, nur mit einer Hand spielen. Okay, vielen Dank. Guck, da haben wir wieder volle Leben. Wehe, das ist jetzt der falsche Weg. Das müsste aber eigentlich der richtige Weg sein. Okay, auf die habe ich irgendwie keine Lust. Das sind mir ein paar zu viele. Gut gemacht, Bombe. Gut gemacht. Was hat den weggeschoben? Weiß es nicht. Ist ja auch egal. Oh, wehe, das ist nicht der richtige Weg. Wehe. Dann laufe ich hier so lang, um den Boss zu finden. Der muss hier aber eigentlich sein, oder? Ah, der ist ja richtig weit weg. Gut. War der richtige Weg. Sehr schön. So, Mr. Fred. Okay, der kann jetzt ein bisschen blöd werden, weil wir so nah an ihn rangehen müssen. Aber schauen wir mal. An sich, wenn wir so diagonal zu ihm stehen, dann sollten wir keine Probleme haben. Autoturbits! Die greifen manchmal nicht an. Oh. Okay, wisst ihr was? Wir packen... Auto-Turbits, Auto-Turbits, Auto-Turbits! Hilfe! Wir packen die Dry Babies vor uns. So. So. Und jetzt mache ich gar nichts mehr. Ich bin nicht mehr dran an meinen Controller. Bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Ich mache gar nichts. Ich habe meine Hände gerade woanders. Guck, ich kann einfach mal die ganze Zeit klatschen. Erwischt ihr, ich bin nicht am Controller. Ja, und bei euch so? Ist es bei euch auch so warm wie bei mir? Irgendwie 30 Grad? In meinem Zimmer ist es wahrscheinlich sogar 40 oder 50 Grad. Weil mein Zimmer einfach scheiße zum Lüften ist. Das Blöde ist ja, mein Zimmer ist so eine Schräge, so eine Dachschräge. Und im Sommer wird es hier richtig, richtig heiß drin und es kühlt einfach nicht ab. Und im Winter wird es einfach richtig, richtig kalt und es wärmt nicht. Irgendwie ist mein Zimmer richtig scheiße isoliert. Aber da ja. Au. Kann aber nichts machen. Außer vielleicht besser isolieren. So. Au, wir kriegen endlich mal ein Space-Item.
Und dazu haben wir noch unsere 48 Stunden Energie. Oh, das können wir sehr gut einsetzen. Sehr, sehr gut, Suge. Schauen wir mal, wie wir das einsetzen können. Aber erstmal nehmen wir dieses halbe Herz hier mit, damit wir 4,5 Herzen haben, damit wir nicht gleich sterben gegen Isaacs Herz. Curse of the Darkness. Was sagt ihr? Links, rechts oder oben? Ich gehe mal nach links. Obwohl Gewinner eigentlich nach oben gehen. Aber Mutters Herz ist ja kein Gewinner. Von da. Au. Hat er durch die Scheiße durchgeschossen? Okay, nicht nett. Oh, wow. Amazing. Amazing. Ich sterbe. Scheiße. Gut, hat uns gut mitgegeben. Ist ganz nett. Ja, doch. Ja, haben wir noch 2,5 Leben. Das langt ja erstmal, ne? Ja. Ah. Nein. Diesmal fail ich nicht kurz vorm Ende. Wenn es jetzt wieder so knapp wird mit Isaac. Dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Ah, nein. Vielleicht kommen wir nicht mal bis zu Isaac. Auch gut möglich. Shit. Oh, nee, nee, nein, 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 nein. Ich muss das einsetzen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir haben noch ein Herz. Wenn wir jetzt einmal getroffen werden, sind wir tot. Shit. Nein, dann ist da noch ein Laser. Geh weg von mir, geh weg von mir, du Laser. Geh weg von mir, geh weg. Wo ist denn hier noch ein Gegner? Das ist auch ein Gegner. Ja, komm, Maudado, fress ihn bitte auf. Wieso, wieso, Maudado, wieso? Da ist ein Herz? Wo ist hier ein Herz? Da ist ein Herz. Oh, Lebensretter. Danke. shit. Leute. Nein. Jetzt verliere ich wieder so knapp vom Ende. Komm schon, geht. Nein, warum denn sowas? Oh Gott. Oh Gott, kann ich hier bitte raus? Maudado, friss mal bitte einen auf. Wäre ganz nett. Okay. Ich habe gerade so ein bisschen Angst um mein Leben, aber okay. Alles vollkommen okay. Alles vollkommen okay. Schaffen wir, Leute. Wir schaffen das. Glaubt an mich und dann schaffe ich das. Na, willst du aufgehen? Nicht? Nein, so nicht. Stirb, danke. Und lass mir bitte ein Leben da. Wäre auch ganz schön. Ah, da ist eins, aber da komme ich nicht ran. Was will ich mit dem Leben, wo ich nicht rankomme? Du Bastard. Jojo, aber eine nette Challenge, auf jeden Fall. So. Oh Gott. Angst. Maudado, bitte, friss. Friss einfach. Ah, die haben sich selbst umgebracht. Komme ich da ran, ohne ein Leben zu verlieren? Ah, ich traue mich nicht. Wir machen das anders. So. Okay, schon mal 3 Leben. Hier ist, ach nee, da kommen wir nicht ran. Genau. Hallo. Hallo. Na? Bewegt ihr euch im Kreis? Tanzt ihr zu irgendwas oder wie oder wann oder wo? Oh Gott, jetzt kommt da auch noch Gegner raus. Gebt mir Leben. Maudado, fress ihn bitte auf. Maudado, nein, Maudado, du musst ihn auffressen. Blöd, mein Maudado. Frisst einfach nichts auf. Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht? Komm schon, ein wenigstens. Auch nicht. Na gut, Maudado, dann nicht. Gut, dass wir Schab haben. Gut, unser Leben geht es immerhin wieder recht okay. Wage mich mal zu behaupten. Und genau, wenn ich das sage, dann verlieren wir. Ja, okay, genau. Ist okay, ich verliere gerne Leben. Oh Gott. Wenigstens ein Herz? Nein. Okay. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich habe noch meine Stärkekarte. Guck mal, das ist ein Herz. Das wird uns helfen. Schieß. Danke. Ich meinte nicht dich, Auge. Du sollst mich nicht abschießen. Kannst du den bitte auffressen, Maudado? Nein? Okay, warum nicht? Ja, GG. Die Autotürs greifen nicht an. Oh nein. Ich werde sterben. Ja, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Shit. Was soll ich tun? Was soll ich tun?
Warte, ich verstecke mich hinter dem Dry Babies. Die machen das. Die Dry Babies machen das. Dry Babies, ihr schafft das. Dry Babies. Dry Babies, ich glaube an euch. Dry Babies. Dry Babies. Dry Babies. Please. Please, tötet sie. Komm schon. Komm schon. Nein, wieso? Wieso Laser? Ich sehe es nicht. Ach du Kacke. Danke. Was? Knapp? Das war nicht knapp. Wo war das denn knapp? Ich bitte euch. Wir haben doch noch 1,5 Leben. Wir werden wieder bei Isaac verlieren. Kann das sein? Das kann sehr gut sein. Okay, wir probieren's. Wenn Maudado wenigstens mal irgendwas auffressen würde, dann wäre ich schon ganz glücklich. Dann würden wir nämlich ein paar Leben bekommen. Und wenn hier mal ein paar kleinere Gegner kommen würden, die Maudado gut auffressen könnte, dann wäre ich noch glücklicher. Jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Na, wieso Bomben? Oh Gott, die kommen hierher. Die werden hierher kommen. Oh Gott, 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 Gott. Dann treffen die nicht mal. Blöde Autotürmels. Na, wieso Bomben? Immer Bomben, überall. Oh. Nett. Tschüss. Oh, schon wieder sowas. Nein, 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 nein. Seid ihr bitte beide tot? Der eine ist tot. Boards of Steel? Boards of Steel! Danke! Simon vom Teufel spricht. Oh Gott. Okay, können wir irgendwie beides aufsprengen? Ich probier's mal. Yes! Yes! Nice! Okay, unser Leben geht's wieder gut. Oh, kacke, war das eben wieder knapp. Krass. Okay. Aber jetzt geht's uns wieder gut. Ja, ja, jetzt können wir wieder ganz viele Leben verlieren. Jetzt können wir wieder unvorsichtig spielen. Easy. Ah, gut, dass wir die Dry Babies haben. Nein, oh komm schon. Ich verliere so richtig dämlich Leben. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Aber vielleicht trainieren solche Challenges, dass man mal besser ausweicht. Aber scheinbar nicht so. Also bei mir hilft das nicht. So, Maudado kann den mal fressen. Der folgt den auf jeden Fall gerade sehr gut. So, wenn Maudado dann eventuell mal diese Fliegen fressen würde. Da, Maudado hat den einen Loki gefressen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So. So, bitte Maudado, Maudado. Nein, Maudado hat nicht getötet, hat leider der Geist getötet. Vielleicht schafft Maudado das auch nicht. Okay, egal, unser Leben geht immer noch okay. Ja, ist alles okay hier. Wir haben leider keine Bomben, um uns irgendwie aus Räumen rauszusprengen. Wenn wir gleich einen richtig blöden Raum bekommen, dann sehen unsere Chancen ziemlich schlecht aus. Oh Gott. Ah, ich fühle mich hier nicht sicher. Ah, nirgends, wo ist man hier sicher? Oh, Maudado hat jemand aufgefressen. Sehr gut, Maudado. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Was, Maudado? Fress deinen Namensvetter. Okay, dann egal. Fress deine Verwandten, Maudado. Fress einfach alles auf. Ich glaube an dich. Ich weiß genau, was zählt. Ich habe diesen Maudado ja selbst gewählt. Er frisst alles für mich auf. Damit es mir gut geht, das weiß er auch. Na, von welchem Anime kam das? So, vielleicht ein paar Leben. Ja, immerhin. Eine Bombe nehme ich auch. Gut. Schade, dass hier nicht der Boss war. Wo ist der dann? Da rechts war, glaube ich, nicht. Beziehungsweise waren wir da noch gar nicht. Aber ich gehe trotzdem mal hier oben lang. Ich glaube, Isaac ist öfters mal hier oben, oder? Hab schon. Ich glaube, das ist immer recht weit oben. So wie ich das jetzt gerade in Erinnerung habe. Ah, meine Nase.
da werde ich krank. Das ist doch was Schönes. Im Sommer krank zu werden, ist das Beste überhaupt. Kann ich jedem empfehlen. Los, zwei Babys. Los. Ja, cool, da wurde ich einmal getroffen. Ich habe Tee bekommen. Tee ist gesund und Tee schmeckt gut. Ich mag Tee. So. Komm, Mordado, friss was. Sei nicht so verwirrt. Fress sie einfach auf. Sieht gut aus. Danke, Mordado. Fress die anderen auch noch auf. Ja, sehr gut. Noch einen haben wir wieder volle Leben, Mordado. Das machst du echt gut. Immer schön Mordado loben. Damit er auch die richtigen angreift. Solche Gegner sind eigentlich perfekt. Die einfach nur fliegen spawnen. Wow. Die kann nämlich Maudado ganz leicht töten und dann kriegen wir die ganze Zeit Leben. Ah, die Böse brauche ich gar nicht. Ich brauche sie nicht. Challenge Up will ich auch nicht haben. Ich wüsste nicht für was. Gegen Monster habe ich keine Lust zu kämpfen. Tschüss. Der hat mir nämlich ein paar zu viele Leben. Oh. Stimmt, wir haben ja auch noch... Oh Gott, wir haben hier ja noch unseren Head of Krampus. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Rechts? Ja, rechts ist richtig. Okay. Ja, Autotürz, ihr dürft auch angreifen, wenn ihr wollt. Also, natürlich nur, wenn ihr wollt. Also, ihr müsst das nicht machen, aber wäre natürlich schon recht nett. Also, ich meine, ihr wollt mich doch unterstützen, oder? Also, dann wäre das eigentlich ganz nett, wenn ihr angreifen würdet. Was ist denn los mit diesen Autotürz? Wir sind blinde, wir haben keine Augen. Oh, jetzt stirbst du wegen uns. Fuck, ich habe wirklich keine Leben mehr. Nein, das ist nicht gut. Ach, da haben wir ein Lebensupgrade bekommen. Ach, das gibt ein volle... Okay, ja, gut. Hi. Au. Was ist die beste Methode gegen ihn? Einfach... Ich glaube, einfach seine Dinger abfangen, oder? Ich stelle mich jetzt hier mal hin und mache einfach gar nichts. Sollte eigentlich auch gut klappen. Aber es wird natürlich viel schneller gehen, wenn wir irgendwie die Autotürz dazu bewegen könnten, mit anzugreifen. So, hier sollten wir jetzt sicher sein. Bis zu seiner dritten Form. Eigentlich, so theoretisch zumindest. Wenn es nicht seine komischen Strahlen treffen. Oder er die Gegner genau in uns spawnt. Oh mein... Das kann nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Spawnt dieser scheiß Engel in uns drin. Und wir haben irgendwie richtig schnell drei Leben verloren. Eure Challenges sind zu schwer. Ich schaffe Isaac nie. Immer der letzte Gegner. Warum nicht? Arr. War aber trotzdem eine nette Challenge, fand ich. Ich hatte sogar volle Leben. Arr. Richtig blöd. Also diese drei Babys waren noch nicht so gut. Und diese blöden Autoturrets. Diese blöden Autoturrets. Ich will nie wieder Autoturrets haben. Die greifen wir überhaupt nicht an. Voll die doofen Dinger. Naja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Part wieder gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.